Sascha Hegen gewinnt gegen die Bild-Zeitung wegen Traumschiff. Worum ging es da? Das klären wir mal in diesem Video. Herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Knies und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Knies. Sascha Hegen hat die Bild-Zeitung besiegt in Sachen Traumschiff vor dem Bundesgerichtshof. Ein ganz interessantes Urteil, wie wir finden. Und wir wollen uns das mal anschauen, worum ging es denn da in der Sache. Ja, die Bild-Zeitung hat im Februar 2018 ein Gewinnspiel gemacht, Urlaubslotto, und da unter den Teilnehmern Karten für eine Kreuzfahrt verlost. Dazu hat sie aber auch ein Bild benutzt, das etwa ein Drittel der gesamten Anzeige oder des Werbetextes betraf. In dem konnte man drei Schauspieler in Schiffsuniformen sehen aus der Serie Das Traumschiff. Und im dazugehörigen Text hieß es dann für die Leser, dass man die Abgebildeten auf der Kreuzfahrt, die man da vielleicht gewinnen könnte, zwar nicht treffen werde, aber wie auf dem echten TV-Traumschiff schippern sie zu den schönsten Buchten und den spannendsten Städten. Und dann war das Ganze wie folgt ausgestaltet, dass man anrufen konnte, stilisierte Reisekoffer, und jeder der Koffer war mit einem aufgedruckten individuellen Zahlencode versehen. Und da konnte man dann anrufen, per SMS an eine Mehrwertdienstenummer zu sagenhaft günstigen Kosten von jeweils 50 Cent. Und dann konnte man schauen, ob man einen Bargeldgewinn bekommen hatte, 100.000 oder 5.000 Euro. Und dann wurde eben noch als Hauptgewinn eine 13-tägige Kreuzfahrt verlost. Sascha Hegen haben die natürlich nicht um Erlaubnis gebeten, sondern das Foto einfach so verwendet. Und der hat dann geklagt, zunächst mal in Köln. Das OLG Köln hat ihm Recht gegeben. Und die Bild-Zeitung hat gemeint, na, das taugt uns aber nicht. Wir legen Revision ein zum Bundesgerichtshof. Und er hatte das jetzt nun hier zu entscheiden, wie denn diese Sache so ist. Und was waren die Gründe für diese Entscheidung? Der Bundesgerichtshof ist hier relativ schematisch vorgegangen, hat zunächst mal festgestellt, richtigerweise, eine Einwilligung von Sascha Hegen für diese Nutzung lag nicht vor, 22 Satz 1 KUG, da muss man ja normalerweise immer nachfragen, wenn man ein Bild benutzen möchte, auch wenn es sich um einen Prominenten handelt. Beim Prominenten gibt es dann allerdings eine Ausnahme, das ist der 23 Absatz 1 Nummer 1, Personen der Zeitgeschichte. Bildnisse von Personen aus der Zeitgeschichte können nämlich auch ohne Genehmigung verwendet werden, sprich im normalen redaktionellen Kontext natürlich nur. Und jetzt war die Frage, ist denn das noch ein normaler redaktioneller Kontext oder nicht? Da sagt der BGH, naja, einerseits zugunsten der Bild-Zeitung ist schon zu berücksichtigen, dass sie ein Foto genutzt haben, das auch als Symbolbild für eine Kreuzfahrt im Sinne einer Traumreise stehe und sich dadurch teilweise von der Person des Klägers gelöst habe. Das aber im Endeffekt ist nicht ausschlaggebend, sondern es führt ihm letzten Endes nicht dazu, selbst im redaktionellen Kontext schrankenlos für die Bebilderung einer Kreuzfahrt genutzt werden können. Denn da muss eine Interessenabwägung her, wie immer im Persönlichkeitsrecht. Und da fällt dann doch zulasten der Bild-Zeitung aus, dass es sich um eine überwiegend kommerzielle Angelegenheit handelte, die die Bild-Zeitung hier betrieben hat, nämlich diese 50 Cent Rufnummer, mit der sie natürlich Geld verdienen wollten. Und letzten Endes die Bild-Zeitung deswegen in der Interessenabwägung verliert, weil die wirtschaftlichen Interessen der Bild-Zeitung hier im Vordergrund stehen. Der Unterlassungsanspruch von Sascha Hegen geht somit durch. Er kriegt dann eben auch noch eine Entschädigung, die dann später nochmal festgesetzt wird. In welcher Höhe, da darf man natürlich gespannt sein. Insgesamt halten wir das für eine korrekte Entscheidung und auch eine richtige Entscheidung, denn es grassiert ja doch, dass Bilder immer wieder verwendet werden von Prominenten, ohne dass hierfür die Einwilligung verwendet wird. Also insofern eine interessante Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Ja, wie immer bedanken wir uns an dieser Stelle bei Ihnen fürs Zuschauen. Wenn Sie mehr über das Presserecht wissen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal oder lassen uns ein Like da. Dann kriegen Sie immer mit, was es weiter so Neues gibt im Presserecht.